Hallo, ihr Volleyball-Verrückte draußen. Hier ist wieder Volleyball-Freak Steffen. Ich habe euch heute mal einen sogenannten Attack-Trainer mitgebracht. Und wie das Ding hier aussieht in der Tüte und was das kann, zeige ich euch gleich nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, kleiner Aufhänger. Wir hatten ja in unseren Volleyball-Freak-Trainer-Talks schon zweimal das Thema Trainingshilfen und da kam unter anderem dieses Teil, ein sogenanntes Attack-Trainer oder Spike-Trainer, zur Sprache. Und das habe ich mal gesagt, okay, nicht nur schnöde Theorie, sondern ich habe so ein Teil mal für 13 Euro bei Amazon bestellt und zeige euch das mal heute in dem Video und wie das funktioniert, wozu das überhaupt gut ist. Ja. Mit dabei braucht ihr auf jeden Fall ein Volleyball. Das ist jetzt in dem Fall ein Beachvolleyball von Mikasa, kann natürlich auch jeder andere Volleyball, auch ein Hallenvolleyball sein, aber gerade wenn ihr draußen unterwegs seid, ist ein Beachvolleyball besser geeignet. Aber erstmal zum Inhalt dieser Tüte. Das sind zwei Teile. Ihr habt einmal einen Gurt, ja, den schnallt ihr euch quasi um mit einem Haken dran, ja, Karabiner hier. Und der zweite Teil des Spike-Trainers ist im Prinzip das Teil, wo der Ball eingespannt wird mit einem Gummiband. Und dann habt ihr hier quasi das andere Ende, wo ihr dann den Clip gleich dann das reinklippen könnt. Ja, gucken wir mal an, wie das Ding jetzt angelegt wird und schauen mal, was wir damit alles so anstellen können. Ja, legen wir das erste Teil mal an, das ist der Gurt. Hat einfach so einen Klettverschluss, ja, kann man sich dann hier einfach so drum werfen. Ich lege es jetzt mir ein bisschen oben an, ihr seht schon, es ist bei mir schon an der äußersten Rille, also es ist relativ knapp, es ist auch nicht so wirklich dehnbar, von daher relativ wirklich spack bei mir. Ich sag mal so, für alle größeren Leute unter euch, also ich bin jetzt 1,80 oder dickeren, müsst ihr mal gucken, ob der da auf den Umfang achtet, habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich denke mal, für unseren Test soll das funktionieren, als kleiner Hinweis. Dann kommen wir mal dazu, wie dieser Ball hier reinkommt. Ja, ihr habt zwei Teile, aus das die Ballhalterung quasi besteht. Einmal so ein ja, bisschen Stoff, wo ein paar Klettbänder dran sind. Auf der anderen Seite eben auch ein paar Klettbänder, die Gegenstücke plus die lange Leine, das elastische Gummiband, damit der Ball später dann auch zu euch zurückkommt. Und jetzt fangen wir mal an. Ihr nehmt quasi hier die Teile, macht sie nacheinander schon mal hier so dran. So. So, jetzt habt ihr hier so ein Loch, könnt ihr einfach den Ball quasi so reinstecken. Ich lasse mal hier oben, wie ihr das seht. Ist ein bisschen friemelig, stelle ich gerade fest. Aber es soll ja auch straff sitzen, damit er dann auch nicht rausflutscht. So, jetzt seht ihr, jetzt sitzt. Kommt noch das letzte Klettband. Ich denke mal, wenn das schön auf Zug ist, schön straff da drin sitzt, dann sollte da eigentlich auch nichts passieren. So, jetzt hängt er dran hier an dieser Murmel. Ihr seht schon, so ein Rebound-Effekt. Ja, also und vielleicht, was ich noch nicht erwähnt habe, man hat hier die Möglichkeit, die Länge zu variieren. Ja, ist natürlich so, wie ich jetzt hier im Park bin, kann ich das natürlich auf maximale Länge gehen. Wenn ihr natürlich zu Hause seid im Garten oder eben auch vielleicht in der Wohnung, dann könnt ihr mal gucken. Ich stelle das gleich nochmal zum Schluss auf kurze Länge. So, der letzte Schritt ist jetzt nur noch hier einklippen und dann gucken wir mal, was man damit anstellen kann. Also, so drehen geht auf jeden Fall schon mal ganz gut. Aber das hat ja nichts mit Volleyball zu tun. Was macht man jetzt eigentlich mit so einem Teil hier? Ganz einfach, wie der Name schon sagt, Spike Attack Trainer oder Rebound Trainer ist auch ein Begriff, wo man es ab und zu drunter findet. Und ihr könnt einfach damit an eurem Armzug arbeiten, ja, den Schlag
trainieren oder einen Standaufschlag, einen Floating Service trainieren, ohne Netz, ohne sämtliches, einfach quasi frei weg in die Landschaft und müsst halt nicht jedes Mal euer Ball hinterher rennen, sondern er kommt halt durch diese praktische Schnur ganz einfach durch Zauberhand wieder zurück. Und wie das aussehen kann, zeige ich euch jetzt in ein paar kleinen Sequenzen. Schauen wir mal das Ganze, wie das zu Hause aussehen könnte. Dafür habe ich jetzt die Schnur quasi um die Hälfte gekürzt. Dann habt ihr so eine Einstellmöglichkeit. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht bei solchen Schlägen. Was man halt direkt feststellt, okay, von der Länge her könnte das passen, wenn ihr in einem relativ großen Zimmer seid. Ja. Aber das Problem ist schon allein vom Anwurf her, habe ich einfach nicht genügend Platz bzw. Höhe, um sauber mich aufzudrehen und die Schlagbewegung für einen Float zu machen. Also es fühlt sich auf jeden Fall etwas unnatürlich mit so kurzem Band an. Da ist es draußen mit einem langen Band auf jeden Fall deutlich angenehmer, wie es eben in den vorherigen Szenen gesehen habt. Ja, also ich mache das mal in die andere Richtung. Und ihr müsst natürlich aufpassen, dass der Ball, wenn er zurückkommt, euch nicht ins Gesicht springt. Also immer die Hände davor, dass ihr ihn auch direkt wieder auffangt. Ja, wir haben jetzt ein paar Schläge gemacht. Was ein bisschen auffällt, ist, dass mit der Zeit sich das Gummiband ein bisschen verdreht. Das ist ein bisschen nervig, weil sich das dann zusammenkräuselt. Man kann das wieder entdrehen, das dauert ein paar Sekunden, aber ist unschön, ist jetzt nicht unbedingt Minuspunkt, aber eben auch nicht ganz cool. Was auch auffällt, ist, dass hier mit der Zeit das Bändchen sich verrutscht. Aber durch die vier Bänder insgesamt hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass er irgendwann hier rausrutscht, ja, weil man das hier straff vorher eingeklemmt hat, dann sollte da eigentlich auch nichts passieren. Weiterhin ist natürlich zu beachten, wenn der Ball zurückkommt, müsst ihr natürlich unbedingt darauf achten, je nachdem wie fest ihr auch geschlagen habt, kommt er natürlich auch schneller wieder zurück, dass ihr dann auch wirklich die Hände oben habt und ihn wirklich nicht sonst ins Gesicht bekommt. Und wozu ist jetzt eigentlich das Bike Trainer final geeignet? Ihr habt es gerade gesehen, auf jeden Fall für Aufschlag aus dem Stand. Da auf jeden Fall der Float-Aufschlag, weil ihr dann den Ball ohne Rotation ja anwerft und dann eben am höchsten Punkt schlagt. Könnt ihr natürlich nicht unendlich hochwerfen, aber das ist ja auch nicht schlimm. Macht ja auch keinen Sinn, wenn er jetzt 10 Meter nach oben geworfen wird, sondern nur kurz über den höchsten Punkt, dass ihr quasi ihn anvisiert und dann trefft. Und natürlich, zweiter Punkt, sämtliche Schlagbewegungen, ja, habt ihr gesehen, quasi einmal schön durchswingen. Um dann den Ball auch da wieder am höchsten Punkt, ich mache mal da zurück, ja, und dann hier oben mit abklappendem Handgelenk den Ball dann eine Richtung nach unten versetzen.
Weiterhin könnt ihr natürlich auch Pokes damit machen. Ja, habe ich euch jetzt nicht gezeigt, deswegen könnt ihr auch. Ist natürlich perfekt geeignet, weil der Ball eben nicht wegspringen kann, beziehungsweise ihr ihn sehr schnell wieder zurückbekommt. Ist ein nettes Tool, ja, gerade für, ich sag mal, Jugendliche oder Anfänger, um schnell viele Ballkontakte zu haben, aber eben ganz wichtig dabei ist auch, auf die Technik wirklich zu achten. Ja, entweder habt ihr dabei jemanden Fachkundiges, der euch daneben sitzt und euch dann Korrekturen direkt gibt, oder ihr schaut euch vorher wirklich auch die Technikvideos an, das wäre sowieso meine Empfehlung. Ich packe euch gerade zum Aufschlag und zum Angriffen ein paar Links unten in die Videobeschreibung und nehmt euch dann einfach mal mit dem Handy, Tablet selber auf und schaut euch an, wie sieht euer Schlag oder euer Aufschlag aus und wie sieht das im Video aus. Und achtet auch wirklich mal, wo ist der Ellenbogen, ja, der darf nicht unten sein, der muss wirklich oben sein. Was man damit nicht trainieren kann, ja, ihr könnt einmal zum Beispiel keine Rotationsaufschläge, ja, ihr habt gesehen, in der einen, sobald man ihn dreht, habt ihr dann irgendwann den Widerstand von dem Bändchen und dann hat er ein ganz unnatürliches Verhalten und ihr könnt dann nicht wirklich an eurer Technik arbeiten, weil ihr einfach nicht den Ball antizipieren könnt. Weiterhin natürlich Sprungaufschläge überhaupt oder die eigentlich richtig echten Angriffe, natürlich, wie er sie am Netz machen wird, mit Springen, kann man damit auch nicht trainieren. Ja? Also es geht rein hier um diese Schlagbewegung, dass ihr die sauber reinkriegt im Stand und die isoliert trainieren bekommt, aber eben nicht die echten Angriffe. Das könnt ihr eigentlich wirklich nur an einem Netz mit eurem Team oder Partner trainieren, um dann auch da echte Angriffe zu erzeugen. Des Weiteren empfehle ich euch natürlich auch, die Aufschläge dann irgendwann auch an einem Netz mal zu probieren, einfach auch um die Entfernung, die Kraft und die Höhe einzuschätzen. Aber ich sag mal so, um isoliert die Schlagtechniken für Aufschläge und Angriffe ist das Ding allemal geeignet. Kostet bei Amazon, habe ich es für 13 Euro bestellt. Ich packe euch einen Affiliate-Link auch unten in die Videobeschreibung, wenn ihr euch also so ein Ding kaufen wollt. Ist auf jeden Fall ein nettes Gimmick für die, die gerade erst die Schlagtechniken lernen oder lernen wollen und da einfach mal zu Hause bzw. im Gartenpark mal selber für sich ein bisschen trainieren wollen. Kann ich eine Empfehlung abgeben, auch wenn es ein paar Minuspunkte hat mit dem zu engen Gurt oder dass sich das Ding ein bisschen verdreht, aber ich sag mal so, zum Üben mit sich selber allemal geeignet, um da nicht den Ball irgendwo in der Walachei verschwinden zu lassen, so wie ich jetzt mal tue, gell? Hier. Jetzt müsste ich ihn jedes Mal holen. Müsste mit dem Ding auf jeden Fall nicht. So, damit sind wir auch schon wieder am Ende von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, so einen kleinen Produkttest hier mit den Attack Trainer, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Auch gerne in die Kommentare, was gut war, was nicht so gut war. Auch gerne unten in die Kommentare. Ich versuche es natürlich beim nächsten Mal dann besser zu machen. Und vergesst nicht, abonniert Volleyball Freak, um dann die nächsten Videos von mir nicht zu verpassen. Bis dahin, euer Volleyball Freak Steffen. Tschüss.